und herzlich willkommen heute wieder bei Lilly und mir zum Thema Süßstoff, denn wir haben ja über Zuckeralternativen gesprochen kürzlich. Und passend dazu kam eine neue Studie raus, die wieder sagt, dass Süßstoff einfach doch nicht das Optimum ist. Also das gilt jetzt hier in diesem Fall für Sucralose. Ich glaube aber, dass es für alle Süßstoffe gilt, die quasi keine Kalorien haben. Denn darauf kann der Körper logischerweise nicht reagieren, denn in der Natur gibt es außer Wasser nichts, was keine Kalorien hat. Und somit macht das Probleme. Also es gibt eine neue Studie von der Universität in San Francisco. Die ist erschienen im JAMA, also im Journal of the American Medical Association. Und es geht darum, was man eigentlich schon länger wusste, dass Süßstoff eher appetitanregend ist, als dass es einem hilft, irgendwie Kalorien einzusparen, wozu es ja eigentlich da ist. Und auch diese Studie ist wie ähnlich wie die von Nora Volkow, die halt Esssucht im Gehirn von Adipösen sichtbar gemacht hat. Auch hier ist also mit dem MRT gearbeitet worden, wo man sich diesmal nicht das Belohnungssystem angeguckt hat, obwohl man das vielleicht auch mal machen sollte, zusammen mit Süßstoffen, sondern den präfrontalen und den orbitofrontalen Kortex. Das ist quasi das, was direkt hinter der Stirn sitzt. Und da ist nicht nur der Appetit angesiedelt, sondern auch die Willenskraft. Möglicherweise gibt es auch da einen Zusammenhang. Also, wie folgt war der Versuchsaufbau. 74 Probanden sind an drei unterschiedlichen Tagen ins Institut einbestellt worden und haben dann jeweils drei unterschiedliche Getränke bekommen. Einmal mit 75 Gramm Haushaltszucker, also Saccharose drin, einmal mit Süßstoff, Sucralose, sodass er genauso süß war wie mit Haushaltszucker gesüßt, und einmal pures Wasser. Und dann hat man auch hier die Probanden in das MRT gelegt und sich die Durchblutung in dem, wie gesagt, präfrontalen und orbitofrontalen Kortex angeschaut, während die sich Fotos, auch hier genauso wie bei Nora Volkow, Fotos angeschaut haben von hochkalorischen Nahrungsmitteln, zum Beispiel Hamburger oder Donuts. Und da hat man gesehen, dass die Durchblutung anstieg, und zwar stärker, wenn die Probanden die Sucralose gegessen hatten, versus dem Haushaltszucker. Sprich, der Appetit war stärker. Jetzt kann man natürlich überlegen, und das habe ich auch überlegt, ja klar, im Süßstoff sind ja keine Kalorien drin, im Zucker sind aber Kalorien drin. Und Kalorien machen halt auch satt, also beziehungsweise geben dem Körper schon auch wenn Zucker das nicht so gut kann, geben dem Körper schon mit auf den Weg, ja, wir haben zumindest ein bisschen Energie bekommen. Auch wenn da keine Nährstoffe drin waren oder ähnliches. Aber man hat den Probanden dann eben auch noch Blut abgenommen. Und da die Hunger- und Sättigungshormone und all diese Sachen bestimmt. Und natürlich war es hier so, dass nur bei den Probanden, die Zucker bekommen hatten, der Blutzuckerspiegel angestiegen ist. Auch der Insulinspiegel ist nur bei den Probanden angestiegen, die Zucker bekommen haben. Denn es gab früher auch schon mal Überlegungen oder Studien, wo es hieß, dass auch eine Insulinausschüttung bei Süßstoff stattfinden solle oder so. Habe ich selber nicht gelesen, habe ich irgendwann gehört. Auch ich glaube schon vor meinem Medizinstudium. Vielleicht gilt das auch für manche Süßstoffe. Ich weiß jetzt nicht, wie es für andere ist, zum Beispiel für so Sachen wie Erythrit. Aber ich nehme an, man kann vieles von dem, was hier gesagt wird, übertragen eben auf alle Süßstoffe, die keine Kalorien enthalten. Naja, und auch das GLP-1, das ist auch ein Mediator von Sättigung, ist nur nach der Zuckeraufnahme dann angestiegen. Aber das Sättigungshormon Ghrelin stieg. Entschuldigung, nicht das Sättigungshormon, das Appetithormon Ghrelin stieg hier bei den Probanden, die Süßstoff bekommen haben, entsprechend stärker als bei Menschen, die Zucker bekommen haben. Und das Schockierende daran ist, also wie gesagt, da könnte man immer noch überlegen, ja klar, die haben ja keine Kalorien bekommen. Aber bei den Probanden, die Süßstoff bekommen haben, stieg dieses Appetithormon, es war konkret war es Acrylgrelin, noch stärker als bei denen, die Wasser getrunken hatten. Sprich, Süßstoff sättigt noch schlechter als Wasser.
Und somit hat man die Probanden dann danach natürlich auch nochmal an ein Buffet gestellt und geguckt, was die gegessen haben. Und die Leute, die Süßstoff bekommen hatten, haben beim Buffet eben noch stärker zugeschlagen. Und es war besonders dann der Fall, wenn es sich um Frauen handelte oder um adipöse Menschen. Und ich nehme an, also ich, keine Ahnung, also mein Raus ist der lustvolle Programm, mein Buch, Raus ist der Esslustfalle. Mein Raus ist der Lustfalle Programm zieht auch vor allem Frauen an. 95%, wenn nicht sogar noch mehr, 98% sind Frauen. Frauen haben, glaube ich, ein größeres Problem und eine größere Fähigkeit, sich das einzugestehen. Also die Frauen haben ein größeres Problem mit Zucker in der Regel. Die meisten haben auch eher ein Zuckerproblem. 75% haben ein Zuckerproblem. 25% haben eher ein herzhaftes Problem. Wobei sich das natürlich auch mischen kann. Und keine Ahnung, ich, Frauen und Süßkram. Ist, glaube ich, eher verknüpft, während Männer und Grillen, also Männer und das Herzhafte irgendwie eher und Fleisch eher miteinander verknüpft ist. Außer bei adipösen Männern. Ich glaube, da geht auch beides. Vielleicht ist es das, keine Ahnung. Die Studie konnte jedenfalls nicht herausfinden, warum das bei Frauen mehr so ist als bei Männern. Warum es bei Adipösen eher so ist als bei Schlanken. Ist wahrscheinlich logisch, beziehungsweise umgekehrt. Schlanke Menschen verwenden nicht so gern Süßstoff oder sind einfach sind nicht so geprägt in der Hinsicht. Naja, was will ich damit sagen? Ihr fahrt einfach grundsätzlich besser, wenn ihr euch das Süße ein bisschen runtergewöhnt. Ich will nicht sagen, dass man es überhaupt nicht essen darf, mache ich ja auch nicht, aber Süßstoffe zu verwenden, nur weil Zucker schädlich ist, ist eben auch nicht die Lösung, sondern die Lösung ist tatsächlich Zucker in geringen Dosen zu essen, bevorzugt Obst zu essen, wenn man was Süßes essen will, vielleicht mal zu Süßstoffen zu greifen oder so und zu viel Zucker halt wirklich nur selten zu essen, an besonderen Gelegenheiten, an Geburtstag, Ostern, Weihnachten, solche Sachen, aber eben nicht Zucker morgens, mittags, abends und auch nicht Fleisch morgens, mittags, abends. Das ist das, was uns krank macht. Das ist das, was 80% aller Menschen in die Krankenhäuser bringt. So, jetzt hat Lilly keine Lust mehr. Und ja, das ist natürlich auch noch ein Ratschlag. Esst einfach eure Hand. Was soll denn das? Beruhigt auch die Nerven. Muss kein Zucker sein. Okidoki. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns nächste Woche Montag. Ich glaube, zum Thema Rheuma, also rheumatoide Arthritis und pflanzenbasierte Ernährung. Da habe ich noch nie Dr. Barnards Studie besprochen, obwohl ich natürlich auch Leute kenne, die ihre rheumatoide Arthritis mit einer pflanzenbasierten Ernährung in den Griff bekommen, beziehungsweise wesentlich verbessern konnten. Aber es gibt auch Studien dazu und die werden wir am Montag besprechen. Das war's. Ich sage ciao, macht's gut, schönes Wochenende, gehabt's euch wohl, eure Silke und die gegessene Hand. Ciao.